Wir sind da bei einem Großbrand in Innertreffling. Wir haben zugekommen bei der Anfahrt, wie wir gesehen haben, voll schwarze Rauchwolken. Und wie wir dann Sicht gehabt haben drauf, hat man schon gesehen, dass der Dachstuhl über einem Wohnbereich in Vollbrand steht. Unsere erste Maßnahme ist gewesen, dass wir gleich versucht haben und das, was das Ziel war, die zwei Freimauern an der West- und an der Ostseite zu schützen, damit der Brand nicht aufs Wirtschaftsgebäude übergreift. Es ist eine Photovoltaikanlage oben an der Dachstuhl, das ist alles reingefallen, es ist alles zusammengefallen, alles zusammenbrennt. Wir haben Massivdecken drauf, über zwei Drittel von dem ganzen Gebäude. Wir haben 7 Atemschutztrupps in Einsatz gehabt, dann war das mobile Einsatzleitstelle vom Bezirk und vom Abschnittsfeuerwehrkommando ist auch da vor Ort, die uns da tatkräftig unterstützt, die uns viel Arbeit annimmt, damit du als Einsatzleiter dort den Kopf frei hast und wirklich dich um den Einsatz kümmern kannst. Und die haben den Rest buffert und haben sich angeschaut, dass die Presse und alles versorgt worden ist. Wir haben zwei Einsatzabschnitte gebildet, das heißt, ein Einsatzabschnitt, der hat sich ums Brandobjekt gekümmert, wo wir löschen, wo wir was rausholen. Und der zweite Abschnittsleiter war der, der die Wasserversorgung übergehabt hat, damit wir bei allen Feuerwehrautos und auf jeden Strohrall Wasser genug gehabt haben, damit die Arbeit tadellos funktioniert hat. Ja, weiters ist auch noch, wir haben einen Kran da, den hat uns die Gemeinde organisiert, damit wir diese Abraumarbeiten, das heißt ein Dachstuhl, was verbrennt ist, was noch oben liegt, dass wir das runterbringen, damit die Einsatzstelle auch dementsprechend sicher verlassen werden kann. Ja, der Brand ist um 16 Uhr ausgebrochen hier in Treffling. Es wurden sofort 7 Feuerwehren alarmiert und sie haben das geschafft, durch das rasche Eingreifen, dass sie innerhalb einer Stunde sozusagen den Brand unter Kontrolle gehabt haben. Es ist abgebrannt der Dachstuhl des Wohnbereiches, aber das gesamte Wirtschaftsgebäude konnte geschützt werden. Ja, es wurde auch alarmiert, die gesamte Einsatzführungsunterstützung des Bezirkes Urfumgebung, die mobile, und sie wurde durch den Abschnittsfeuerwehrkommandanten Brandrat Christian Breuer und meinerseits und natürlich durch die Pressestelle sofort besetzt, vor Ort und unterstützte sozusagen den Einsatzleiter. Wie der Brand ausgebrochen ist, hat der Seniorbauer den Brand bemerkt und durch den Jungbauern, der was am Hof wohnhaft und tätig ist, wurden erste Löscharbeiten durchgeführt. Im Zuge dieser ersten Löscharbeiten hat sich dieser Jungbauer leider verletzt und musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung nach Linz ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die größte Herausforderung war hier die Löschwasserzubringung, zumal nämlich nur ein Hydrant vorhanden war und eine 2,5 Kilometer lange Löschleitung vom nächsten Löschteich aufgebaut werden musste. Durch den raschen und umfangreichen Einsatz der Feuerwehren ist es gelungen, das Wirtschaftsgebäude zu retten, sodass der Brand nicht übergreifen konnte und die Traktoren bzw. die Bauern, die Landwirte aus der Gemeinde Engelwitzdorf haben nach Alarmierung dankenswerterweise ihre Vakuumfässer als Pufferspeicher für das Löschwasser vor Ort hier zur Verfügung gestellt.